was geht's? Social Media wird hier sehr viel übers Fernsehen propagiert, da in den Nachrichten aller Tagesschau in Russland auf diversen Sendern immer die Social Media besprochen werden, was blockt wer, warum und wie war die Reaktion der Bevölkerung. Grundsätzlich am meisten sind es berühmte Persönlichkeiten aus der Politik oder Berühmtheiten in Kino- und Theaterszene, die dann aus der Duma oder aus dem Theater oder aus der Premiere bloggen und das dann aufgegriffen wird von diversen Leuten und besprochen wird. Was wahrscheinlich den Nachrichtensendern das vereinfacht, nicht dahin fahren zu müssen, auch unter anderem, sondern einfach das aufzugreifen und das zu besprechen. Daher denke ich auch, dass viele Politiker wie Medvedev hier an Beliebtheitsgrad gewinnen, dadurch, dass sie persönlicher werden und näher an der Bevölkerung. Okay, super. Ja. Okay.